Die Frauen am virtuellen Brunnen im Juli 2023. Wir wollen noch einmal, wahrscheinlich, wir sind ja co-kreativ, über Charles Eisenstein sprechen. Und zwar über das Kapitel Interbeing. Vorher, wie immer, Check-in, nicht allzu lang vielleicht, sonst geht zu viel Zeit vorbei. Und wer mag, Erika, du warst die Erste, magst du anfangen? Kann ich machen. Was war heute? Ich war heute mit dem Fahrrad unterwegs zu meinem Orthopäden, der Arthrose festgestellt hat. Das wusste ich aber schon vorher. Und genau, ist nichts. Mache ich halt jetzt so meine Behandlung. Und dann bin ich mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren und da war ein Gegenwind. Ich habe dermaßen geflucht und genau, das war richtig mühsam. Ansonsten hatte ich heute einen ganz ruhigen Tag. Ich habe so einiges durchgelesen über den Charles Eisenstein, dann über Fraktale, Heidi. Ich habe das Buch jetzt auch, ganz interessant. Und habe mich da so querkreuz durchgelesen. Und genau, ich gebe jetzt weiter an die Anna. Da springe ich natürlich sofort an, wenn ich höre, welches Fraktalbuch du meinst. Klar. Also da gibt es nur eine Katja irgendwie, das ist aber schon sehr alt. Christian Schubert, glaube ich, gell? Christian okay. Schubert, ja. Danke, danke. Psychoneuroimmunologe in Salzburg. Okay. Innsbruck. Danke. Ah, Innsbruck. Oder Salzburg, keine Ahnung. Nee, ist das ein neues Buch? Das ist ziemlich neu, ja. Mhm. Okay, das alte habe ich nämlich. Genau. Fragte die Geometrie der Seele heißt das Buch. Wow. Okay. Tue ich also nebenbei schauen. Jetzt kommt die Monia. Ich mache es ganz kurz. Ich komme gerade vom Contact-Tanzen. Ich bin irgendwie müde. Genau. Ja, und habe auch, das ist ja ein kurzes Kapitel im deutschsprachigen Buch von Charles Eisenstein nachgelesen. Also ich habe so einen Überblick. Genau. Dankeschön. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, mir geht's gut. Also ich habe zwar jetzt nicht bei Charles Eisenstein das nachgelesen, ich habe heute in den alten Magazin von Evolution, von Enlighten Next, die alten, habe ich nochmal alles überall nachgeschaut, welche Themen da drin waren, um nochmal zu gucken, wie die Themen sich verändert haben, wie die Autoren sich verändert haben im Laufe der Jahre. Ich fand es gerade sehr spannend, ja. Und habe überall so ein bisschen reingeblättert und nochmal so reingespürt. Aha, und so. Ja. Soweit zu mir, damit war ich beschäftigt heute. Und ich gebe weiter an Ramona. Ja, ich war mir vor einer halben Stunde unsicher. Dankeschön, Marie-Rose, ob ich euch schon verpasst habe, weil es war auf einmal so dunkel, dass ich dachte, ich muss schlafen gehen. Und dann kam es runter und jetzt wird es wieder hell. Also es kam irgendwie vorhin so 10 Minuten, Viertelstunde runter, dass ich so dachte, die Welt geht unter und irgendwie Panik gekriegt habe, dass ich irgendwie die Zeit verpasst habe. Und ja, jetzt wird es wieder hell. Also ja, und freue mich und bin für beide Themen oder auch sonstige offen. Und ja, mir geht's ähnlich, Mary Rose. Ich bin gerade dabei, meine 50, 60 Meter Bücher zu sortieren und da entdecke ich auch so Schätze und denke so, ach ja, das hast du auch noch und so. Also es ist, ja, wir machen gerade offensichtlich mehr oder weniger das Gleiche. Dann gebe ich weiter nach Ungarn. Ja, danke schön. ich war heute schon fleißig, habe zum einen mit jemandem Innerweis gearbeitet und zum anderen an der unsere Gelderleben-Seite weitergearbeitet. Und ja, ansonsten plagen mich gerade eine ganze Reihe Mückenstiche. Ich glaube, so viel auf einmal hatte ich noch nie in meinem Leben. Es gibt hier einfach viele Mücken und wenn man mal eine im Zimmer hat, kriegt man sie schlecht wieder los.
Und Hitze, also Schwitzen macht die Sache ja nicht gerade besser, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, also 5 Minuten vor Beginn hier hat es angefangen zu regnen und es kommt eine wohltuende, kühle Luft hier beim Fenster rein. Sehr angenehm. Dann gebe ich weiter an die Birgitta. Ja, und ich komme gerade von einem Café der Kulturen, was meine Freundin hostet und die hat uns heute auch eingeladen. Das war ganz lustig, haben in verschiedenen Sprachen gesungen und herumgeplaudert. Und meine super Entdeckung in Salzburg muss ich euch noch mitteilen. In Salzburg gibt es nämlich eine ganz alte Wasserversorgung. Da ist der Untersberg, der hat ganz viel Wasser, gutes Wasser. Und da haben die vor vielen 100 Jahren schon so Kanäle in die Stadt gebaut und durch die Stadt, die verzweigen sie in der Stadt. Und da gibt es einen, den Almkanal, der ist tief und hat wunderschönes Wasser, was schnell fließt. Und da haben die jungen Leute angefangen, drinnen zu schwimmen. Und jetzt haben wir das auch für uns entdeckt und das ist einfach super. Es ist kalt, also schon eher kühl, das Wasser, aber in so einem Fluss zu schwimmen und dann rechtzeitig wieder rauszukommen, also es ist ein Bach, aber halt ein tiefer Bach, das ist richtig, meine neue Entdeckung macht voll Spaß. Das wollte ich euch erzählen. Und ich gebe weiter natürlich an die Monja. Ja, Entschuldigung für die Verspätung, ich bin nicht sehr gut drauf. Aber es geht mir entsprechend, ja, also ich werde eine neue Hüfte bekommen müssen, die andere Seite, und habe aber auch wieder eine Nacht mit Erbrechen und Durchfall verbracht. Also irgendwo ist ja die große Reinigung derzeit und ich schaue mir es relativ distanziert an. Die eine Hüfte, die ich ja schon 16 bekommen habe, ist funktioniert fantastisch und ich hoffe, der gleiche Chirurg, die andere auch so gut machen. Ich habe noch keinen Termin, aber ich bekomme ihn am Donnerstag. Und dazu ist nur noch, dass mein Mann auch nicht besonders geht. Also wir sind jetzt nicht mehr zwei Hälften, die ein Ganzes ergeben, sondern eher so zwei Drittel. Ja. Aber ich habe auch das Evolve gelesen mit dem Mary Rose. Also durchgeblättert und geschaut, was er denn will. Da habe ich noch nicht gelesen. Aber geschaut, was so Themen waren und habe auch den Eisenstein da. Also mir ist egal, worüber wir reden. Und ja, wer war noch nicht dran? Ich war noch nicht dran. Heidi und? Ist die Erika Einladung war auch schon dran. Aha. Ja, die war schon dran. Die kommt auch gleich wieder dran. Ja, mir geht es auch gut. Heute früh habe ich wieder einen langen Spaziergang gemacht und habe dazu meine neuen Nachbarn eingeladen, die aus Singapur sind. Und wir haben uns gut unterhalten, sind schön die große, lange Strecke gelaufen und Cappuccino und Maritozzo diesmal, nicht Cornetto. Und ja, dann habe ich ein bisschen die neue Bank und Sitz Garnitur, die ich habe machen lassen, ein bisschen gestrichen und so. Und dann irgendwann so um 10 wird es einfach trotzdem zu warm und dann ziehe ich mich zurück. Dann habe ich ein bisschen gelesen, ein bisschen geguckt und zugehört, irgendwelche Sachen. Und nun bin ich da und freue mich drauf. Aber ich habe es mit dem Eisenstein eben verpennt, dass wir das heute machen wollen. Und die Erika hat das Buch auf Deutsch. Und bevor ich anfange, das jetzt von Englisch zurück zu übersetzen, wollte ich dich bitten, dass du sozusagen weitermachst und einen kurzen Überblick gibst, was Eisenstein unter Interbeing und die Prinzipien der New Story, der neuen Geschichte, die wir doch versuchen zu kreieren. Was ja, hat sich auf kann sich ich machen. Hat. Super, danke. Genau. Genau, und da geht es quasi um seine Leitgedanken der neuen Geschichte, die er Interbeing nennt, im Gegensatz zur Separation, was die alte Geschichte ist. Genau. Mein Sein ist Teil von deinem Sein und jenem aller anderen Lebewesen. Das geht über wechselseitige Abhängigkeiten hinaus. Unsere Existenz selbst ist relational. Daher gilt, was wir anderen antun, tun wir uns selbst an. Jede und jeder von uns hat der Welt ein einzigartiges und wichtiges Geschenk zu geben.
Der Sinn des Lebens ist es, unsere Geschenke zu machen, unser Potenzial zu verwirklichen. Jede Handlung ist bedeutsam und hat eine Auswirkung auf den Kosmos. Wir sind grundsätzlich ungetrennt voneinander, von allen Wesen und vom Universum. Jede Person, der wir begegnen und jede Erfahrung, die wir machen, spiegelt etwas in uns selbst wider. Es ist vorgesehen, dass sich die Menschheit vollständig der Gemeinschaft allen Lebens auf Erden anschließt und dass wir die Fähigkeiten, die uns als Menschen eigen sind, dem Wohl und der Entwicklung des Ganzen zur Verfügung stellen. Der letzte Punkt: Sinn, Bewusstsein und Intelligenz sind intrinsische Eigenschaften der Materie und des Universums. Das waren so die Punkte, die er, die Axiome, die er da so aufgestellt hat, oder Punkte, die er genannt hat. Danke dir. Ja, jeder kann ja jetzt mal gucken, was hat für dich resoniert am meisten und wo möchtest du was dazu sagen? Also für mich war das mit dem alles, was du tust, vom Denken hat er, glaube ich, nicht gesprochen, aber vom Tun ist, hat eine Auswirkung aufs Universum, so habe ich das verstanden. Ja, und das finde ich einerseits schwierig zu kapieren, andererseits finde ich es total klar. Ne? Wäre komisch, wenn es das nicht ist. Ist natürlich schwierig im allgemeinen Bewusstsein, denken wir, dass, wenn ich jetzt mal gerade hier so ein bisschen was so mache, ne? das macht ja nichts. Ne? Kleine, was weiß ich, Plastik wegschmeiße oder irgend sowas. Ne? Ich meine, ich mache es normal nicht, aber dann denke ich, wenn es keiner sieht, ne, dann, das ist ja die normale Haltung, dann stattdessen sollte man es lieber aufheben, wenn man es sieht. Nicht? Und das mache ich hin und wieder mal, aber auch nicht immer. So, das als Moderation sozusagen, jetzt übergebe ich es euch. Was mich merkwürdig berührt hat, ist, dass da in diesem vorletzten Punkt, der sagt, es ist vorgesehen, dass sich die Menschheit vollständig der Gemeinschaft allen Lebens auf Erden anschließt. Wie kommt er auf, es ist vorgesehen? Wer sieht da vor? Ist das also schon wieder mal ein Kreationist oder also das hat mich irgendwie hat mich und an und für sich, also dieses, wenn du nicht, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, das ist also etwas, das kenne ich selbst, war immer schon eigentlich da und ist nichts Neues. Also das ist das, was mich ein bisschen erstaunt hat, also seine Überzeugtheit davon. Wie kommt er darauf, dass es vorgesehen ist? Ist es in unserem DNA oder wie kommt er auf die? Das, ich glaube, darauf geht er dann weiter nicht ein. Das ist mir zumindest bis jetzt noch nicht aufgefallen. Das ist so jetzt einmal meine erste Reaktion. Im Englischen heißt it's meant to. It's meant, warte, ich sehe es jetzt dran. Humanity is meant to join fully. Also vorgesehen klingt, finde ich, viel schlimmer als is meant to join fully the tribe of all life on earth. Der meint, da ist so, und so interpretiert werden. Okay. Klingt besser da. Für mich. Ja. Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine Stufe zielgerichteter übersetzt, sagen wir es mal so. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Josefina, du nickst. Ja, ich bin auch auf das, es ist vorgesehen angesprungen und wollte eben fragen, wie es auf Englisch ist. Das hat die Adelheid jetzt eh schon gemacht und bin beruhigt, dass das ein bisschen besser ist, weil das es ist vorgesehen, das klingt für mich auch sehr erschreckend. Und was mir angesprungen ist, sind zwei Sachen. Einerseits in sehr positiven Sinn,
Der Sinn des Lebens ist es, unsere Geschenke zu machen, unser Potenzial zu verwirklichen, das Potenzial als Geschenk sehen an die Welt, dass das irgendwo in jeder Weise dieses Schenken mehr mitzudenken in einer Gesellschaft, wo immer gekauft wird und so weiter. Und andererseits ist mir das, wir sind grundsätzlich ungetrennt voneinander, ist mir irgendwie völlig klar. Und gleichzeitig habe ich das, was ich immer habe, dieses wir sind alle eins, da kann ich nur sehr bedingt zustimmen. Denn wir sind gleichzeitig, obwohl wir ungetrennt sind, sind wir einfach getrennte Wesen und können selber Bewusstsein entwickeln und können selber bewusst mit anderen in Kontakt treten oder auch nicht. Also ich würde die Separation nicht völlig rausschmeißen. Das klingt immer so ein bisschen die Wissenschaft der Separation und wie fürchterlich die ist. Jein. Wissenschaft der Separation ist wichtig und das andere ist jetzt umso wichtiger, weil die so stark geworden ist. Aber ins andere Extrem umkippen, das geht mir, da bin ich gar nicht begeistert davon. Derzeit so weit einmal. Ja, mich beschäftigt auch einer der letzten Sätze, wo da stand oder wo es hieß, in der Materie enthalten oder eingeschrieben ist schon der Sinn und die Intelligenz. Und das passt, glaube ich, schon sehr gut zu dem It is meant to, also dass die Menschheit einen bestimmten Entwicklungsschritt machen wird, also wann auch immer sie den tut. Also das entspricht tatsächlich meiner Vorstellung, auch wenn es sich gleichzeitig merkwürdig anfühlt. Ich gebe mal weiter. Das finde ich auch sehr schön, dass die Intelligenz in allen Wesen und in allem in irgendeiner Form vorhanden ist. Das ist so ein schönes Gedanke oder ein Gefühl oder ja. Ich kann mir da irgendwie, obwohl ich es gelesen habe und mich gewundert habe, wie kurz das Kapitel ist und wie schön und wie kurz, auch auf Deutsch, habe ich natürlich sofort gedacht, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Interbeing von dem Begriff, den ich natürlich vom Thich Nhat Hanh kenne, also grundsätzlich als und was der Unterschied und was neu ist. Und gleichzeitig, ihr wisst, ich komme vom Human Design, also bin durchdrungen davon und da gab es immer schon den Satz, wir sind in der Illusion der Getrenntheit, also gefangen. Wir kommen sozusagen mit der Illusion der Getrenntheit auf die Welt, damit wir unterschiedliche Erfahrungen machen können. Ich verstehe das so, genauso wie wir halt vergessen. Ich meine, das sind Theorien, das sind Annahmen, aber wenn wir das alles schon wüssten, dann könnten wir nicht individuelle Erfahrungen machen und zum Bewusstsein des größeren Ganzen beitragen. Genau. Und so ein letztes, irgendwie habe ich mitgekriegt, dass letztendlich durch die Corona-Krise weltweit die Menschen sozusagen die Erfahrung machen konnten, durften, dass es diese wechselseitige Interdependenz gibt. Also konkret und nicht nur denken und behaupten, sondern wirklich spüren, ja, also das sind wirklich weltweit Menschen davon betroffen und voneinander abhängig und es hat Auswirkungen. Das von meiner Seite. Auch vielleicht als Nachtrag diesen Spruch von meiner Oma, was du nicht willst, dass man dir tut, den habe ich ja nicht wirklich, also keine Ahnung, ernst genommen, weil eine andere Moral, also eine schwarze Pädagogik und alles Mögliche in der Erziehung eben eine Rolle gespielt hat. Ich kann viel besser mit dem Satz leben,
ich möchte andere Menschen so behandeln oder umgehen oder sprechen, wie ich es eben selber gern erleben würde. Also es ist von der Formulierung und von der Denkweise zwar dasselbe, aber eben mit einer ganz anderen Sprache und einem ganz anderen, finde ich, eine ganz andere Intention und Ausrichtung. Und es ist schon ein Unterschied, im vorletzten Punkt war, dass wir die Fähigkeiten, die uns als Menschen eigen sind, dem Wohl und der Entwicklung des Ganzen zur Verfügung stellen, also diese Verbundenheit richtig erleben und das, was so im landläufigen Sinn immer die Selbstverwirklichung war, dass die Selbstverwirklichung eigentlich erst in diesem Wohl und in der Entwicklung des Ganzen dass die ohne das nicht stattfindet, denke ich mal. Da ist ja auch sehr drinnen der buddhistische Gedanke, dass du alles, was du tust, zum Wohle aller Lebewesen tust und auch natürlich, dass du letztlich, wenn du schon so eine Idee hast, dass es die Erleuchtung gibt, dass du das anstrebst, weil du dann allen Lebewesen besser helfen kannst. Das heißt also, wann immer etwas getan wird, das automatisch dem Wohl aller Wesen zu geben. Also was immer dir Positives oder auch wenn du mit negativ empfundenen Dingen umgehst, dass du deine Haltung dem Wohle aller Wesen widmest, ist natürlich eine Dauerbeschäftigung, wenn du das machst. Also hast viel zu tun. Ich verstehe das jetzt noch größer, nicht nur aller Wesen, sondern eben dem ganzen Universum, dem ganzen Kosmos. Ne? So wie was du tust, hat eine Auswirkung auf alles. Dann sehe ich das so positiv, nicht nur für die Wesen, sondern für die Natur, oder du siehst die Natur auch als Wesen, kann ja auch sein, und alles Mögliche, was eben dazugehört zu unserer Existenz. So habe ich das verstanden. Also für mich ist derzeit, weil es eben so mich wirklich vordergründig konfrontiert, wie sehr ich von zum Beispiel von der Fähigkeit meines Chirurgen abhängig bin. Oder auch also jeglichen Arztes, mit dem ich in letzter Zeit zu tun hatte. Das heißt, ein Arzt zu sein, ist natürlich auch schon eine Stufe, wo du dich sehr um andere Wesen kümmerst, um andere Menschen kümmerst. Und es gibt also viele Berufe, wo du das nicht so tust. Also das ist also auch die, wie du dich verwirklichst, ist höchst unterschiedlich. Ich gebe weiter. Ich glaube, dass nicht nur wir im Handeln verbunden sind, sondern über so eine, ich glaube, man nennt das Morphofeld, also so, so wie Pflanzen- oder Tiergattungen auch ein gemeinsames Morphofeld besitzen, so hat die Menschheit mit Sicherheit auch so ein Morphofeld und da fließt nach meiner Sicht alles rein, was man denkt und fühlt auch. Also nicht nur die Handlungen, sondern wirklich alles. In dem Sinne, wenn man das vom Morphofeld betrachtet, sind wir wirklich nicht getrennt und gar nicht trennbar. Ich habe mal so eine schöne Erklärung gelesen dafür, wie man sich das vorstellen kann mit unterschiedlichen Seelen und so. Und da war die Erklärung, zwei Seelen, also sind nie wirklich voneinander getrennt, aber es gibt wie Schwerpunkte. Also es ist ähnlich wie die Luft im Haus. Man kann nicht genau sagen, wo die Luft von der Küche endet und die Luft vom Wohnzimmer anfängt. Und wenn in der Küche ein Braten im Ofen ist, dann riecht es natürlich in der Küche viel intensiver wie im Wohnzimmer. Aber wenn man die Türen offen lässt, dann zieht es auch durchs Haus.
Ähnlich kann man sich das vorstellen. Also, dass man seine eigene Seelenessenz natürlich sehr intensiv präsent hat und deswegen denkt, es ist meine Seele. Und gleichzeitig ist es aber, es hat keinen starren Rand, sondern es geht ineinander über. Sehr schönes Bild, danke. Ja, ich glaube, das Grundthema von unserem Menschsein ist halt tatsächlich dieses, dass wir sowohl verbunden sind als auch getrennt sind. Und dass es das Bewusstsein ist, dass diese beiden Gegensätze eben verbindet. Und es macht, dass wir da eben unter Umständen hin und her switchen können oder sogar beides gleichzeitig erfahren und erleben können und darin handeln können, in dem Bewusstsein, dass wir beides sind. Birgitta, man hört dich nicht. Du musst dich wirklich entstellen. Ja, ich habe gedrückt, aber es hat nicht gewirkt. Gedrückt hätte ich. Zu diesem Geruchsbild habe ich einen interessanten Gedanken gehabt, weil eben dieser Gedanke, wie die Marie-Rose sagt, dass wir getrennt und verbunden sind. Und wenn man jetzt so subatomar denkt, dann ist man ja selber auch keine fixe Grenze. Ja. Das ist ja irgendwie, da geht ja auch eins ins andere über. Und das ist nicht so fix, wie wenn man jetzt so materiell das anschaut, da endet mein Arm, wenn man das in kleinerem Maße sehen würde. Und ich denke mal, wenn man jetzt nicht so materiell denken würde, wie man normal jetzt einfach tut, weil wir halt in dieser Umwelt aufgewachsen sind, wie sehr man das dann doch sich schulen kann, sowas zu sehen. Ja, früher hat es geheißen dann das Aura sehen, das geht natürlich über den Menschen hinaus, aber auch schon die Durchlässigkeit oder auch Undurchlässigkeiten der eigenen Körpergrenzen und Seelengrenzen dann umso mehr natürlich. Das ist ein interessantes Gebiet. Ich merke schon, das Sommerloch, womit das Sommerloch gefüllt wird, ist schon zu dir durchgedrungen. Weil normal ist derzeit das Thema in Österreich. Was ist normal? Und du hast das schon verwendet. Also ja, damit wird derzeit unser Sommerloch in den Medien gefüllt und es ist zum Speiben wahrscheinlich. Also ich kenne noch und mag sehr diese Metapher, dass die Menschheit wie ein Körper ist. Also dass wir einfach Spezialisierungen haben und jeder Teil ist wie eine Zelle eines Körpers. Also das verbindet vielleicht das Bild von Individualität und ein gemeinsamer Menschenkörper. Was ich ganz schön finde, weil da eben die Spezialisierung und die wechselseitige Abhängigkeit durchkommt. Und es gibt ja so ein Gedicht, das habe ich mal in der Schule im Sportunterricht sogar verwendet, die kann man dann googeln, aber so ungefähr ein Streit, was ist das wichtigste Organ im Körper, das Hirn oder eben die Lunge oder das Herz und. Also das ist schon ganz lustig, also eine Überlegung, dieser Wettbewerb, wer ist wichtiger und gleichzeitig zu wissen, es ist eben wechselseitig voneinander abhängig, das Gesamtsystem. Ich habe gerade an Monjas Knie gedacht, das brauchen wir ja auch nicht. Und dass sich manche Zellen entschließen, zum Knie zu werden und manche anderen zum Arm und manche anderen zu einer Leber oder so. Es ist eigentlich ein Wunder, nicht? Ich bin am meisten in Resonanz gegangen mit dem Teilsatz, das Potenzial entfalten. Und merke halt, wenn ich Bewerbungen schreibe, also oder reinspüre dann in die Stellenanzeigen oder auch in Gesprächen,
dass ich mich da immer beschnitten fühle und nie sozusagen mein Potenzial gesehen finde, ja, und wahrgenommen finde. Also ja, also das finde ich total schwierig. Also ich habe noch nichts gefunden, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mal. Ich habe das im Kleinen sozusagen in meiner Ausstellung gemacht. Ja. Ruhe. Ah. Ich gehe. Erika, was war für dich das Beeindruckendste von diesen? Also mir geht es so, dass ich, dass das jetzt, also dass diese ganzen Punkte jetzt nicht mein aktuelles Lebensgefühl sind oder auch nicht das Lebensgefühl, was ich per se einfach, was mir so zu eigen ist, sondern dass das für mich ist es etwas, was ich in meiner spirituellen Praxis und in meiner Lebenspraxis auch mit anderen Menschen lernen und entwickeln möchte und was für mich so, also ein Lebenssinn ist oder fast der wichtigste oder einzige Lebenssinn, also diese Dinge, auch dieses Gefühl. Und für mich hat es sehr viel mit mit zu tun, ins Fühlen zu gehen. Also, dass ich auch versuche, diese Dinge, wenn das einfach auch dieses Bewusstsein und diese gegenseitige Abhängigkeit oder du bist ich bin du. Also, da gibt es ja auch viele kreative Momente, dass ich einfach versuche, das auch zu erfüllen und das ist ja auch das, was im Grunde genommen auch in der spirituellen Praxis auch anzustreben ist, ob das jetzt in der Meditation ist oder ich denke dann auch an diese ganzen Phänomene, die ja auch viele Menschen spüren können, so wie Fernheilung oder dass so Versuche gemacht wurden, auch wo Gebete, wenn für jemanden gebetet wird, dass da eine Heilung eintritt. Also das alles, was man darüber hinaus auch spüren kann oder Naturgeister oder. Also, und das hat für mich sehr viel mit Achtsamkeit, Stille und Fühlen zu tun. Und um auch dem tatsächlich gerecht zu werden, also das, was ich jetzt hier so als Punkte lese, dass ich... dass das für mich so wie so ein roter Faden ist, weil ich auch spüre, dass das für mich Lebenssinn macht, dem so nachzugehen. Ich habe das jetzt nicht, du hast begonnen, indem du gesagt hast, dass das nicht deinem aktuellen Lebensgefühl entspricht. Genau, also diese Verbundenheit mit anderen und dieses, diese ganzen Dinge, die da auch so genannt werden, wir sind ungetrennt voneinander und. Es ist nicht etwas, was ich jetzt per se gleich so für mich sagen kann, okay, das ist für mich so und so, sondern da muss ich was dafür tun. Und ich meine, das gibt es Dinge, die fallen mir auch in bestimmten Situationen leicht, wenn man einfach in Gemeinschaft ist oder jetzt in der Tiefe Gespräche führt und so. Und wenn ich jetzt dann jetzt Nachrichten schaue und höre, dass die Ukraine jetzt heute Streubomben zum ersten Mal einsetzt, dann kommt das alles für mich total gleich ins Wackeln und dann ist mit meinem Seelenfrieden, also in der Richtung, ziemlich schnell aus, da merke ich dann, dass ich da mich ganz stark, dass es eine Möglichkeit ist, mich da trotz allem so auszurichten. Aber es ist für mich fällt es nicht leicht, es ist nicht so, sondern das ist für mich Arbeit. Ja, genau, das war bei mir heute auch, also mit diesen Streubomben, denke ich mal, was hat das mit mir zu tun? Ne? Mhm. Also, überhaupt so etwas zu erfinden schon. Ja. Welcher Teil der Menschheit erfindet sowas und warum? Also, Und wenn man das dann liest, diese Punkte, dann, also ich sitze da erst einmal da und sage, oh, krass.
Du sagst im Grunde, welcher Anteil in uns existiert, der Streubomben im ungünstigsten Fall Streubomben schmeißen würde. Wir haben eine gute Rüstungsindustrie. Die verdient gutes Geld. Ob die das herstellen, aber wahrscheinlich auch. Ja, aber das geht ja jetzt an der anderen Ebene, ne? Dass wir ja nicht gerne eins sein wollen mit jemandem, der eine Streubombe abwirft, nicht? Aber ich persönlich habe auch eine gute Rüstungsindustrie, wenn ich mal so in Fahrt bin und im Streit bin. Also ja, natürlich, das ist ja auch... Welche Art von Streubomben? Verbale. Ja. Verbale Streubomben, ja, das ist... Ja. Naja, mir fällt dazu nur das Yin- und Yang-Zeichen ein. Also, ja, also das hat immer jeweils nochmal den Punkt von der anderen Seite. Also keiner ist nur gut und nur schlecht. Jeder hat immer einen Funken des anderen mit sich dabei, oder? Ja, ja. Die Frage ist, was ist in mir, in dir, in euch? Welcher Anteil ist das? Welcher unbefriedigte Anteil, der sich so äußern muss, so destruktiv? Und das in Kauf nimmt, dass andere Menschen durch unser Handeln nicht nur benachteiligt wird, sondern unter Umständen auch stirbt. Und wir sind weit weg, wir merken es gar nicht. Ne? Also wer die Streubombe schmeißt, der oder bestellt oder genehmigt oder liefert oder was auch immer, die können sich ja die Hände in Unschuld waschen. Sie kriegen es ja nicht mit, wenn da ein Kind oder sonst wer drauf tappt und ihm die Beine abgerissen werden, nicht? Gab es ja auch vorher schon, als sie diese Schmetterlingsbomben runtergeschmissen haben und so viele Leute draufgetreten sind. Vielleicht sind die weniger aggressiv, weiß ich nicht. Aber also ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt, also mit Militär und warum, wie das so funktioniert. Also eine Strategie ist, die Leute unter Drogen zu setzen, also angefangen vom Alkohol, je nach Zeit, wo wir jetzt historisch sind, ja, bis und welche synthetischen Drogen heute und Zigaretten, also das ist immer da. Also mir ist aufgefallen, auch im Supermarkt, da sind viele, viele Löcher mittlerweile, aber nicht beim Alkohol. Der ist, also was ich erlebe, immer knackend voll. Also das greift aus meiner Sicht heute noch. Und das Zweite, was mich geschockt hat, ich habe ein Buch gelesen und da hat ein Soldat nach seiner Zeit ein Zertifikat bekommen, wie viel er getötet hat. Und er hat das gar nicht mitbekommen, weil er nicht auf dem Schlachtfeld stand und Mann gegen Mann irgendwas gemacht hat, oder das, sondern mit einem Joystick halt irgendwie Drohnen oder sonst was manövriert hat. Und durch die Computerspiele werden die im Prinzip schon vor Militär sozusagen vorgeprägt und vortrainiert, sage ich mal. Also, und er war dann selber nachher erstaunt und schockiert, was er da gemacht hat, weil er sozusagen gar keinen Kontakt mehr, keinen realen, also hat, also durch diese Trennung, durch diese scheinbare Trennung, hat, also war das für ihn wie weitergespielt. Und beide Geschichten zusammen sind, glaube ich, eine sehr defizile Mischung. Die werden wir, wie wir hier in der Runde sind, wahrscheinlich nicht in Verlegenheit kommen. Aber das sind, glaube ich, so für mich zwei Hauptgründe, warum das relativ gut funktioniert. Naja, wir sind, Ramona, ich glaube, dass wir schon genau in dieser Verlegenheit sind, das schreibt ja der Charles Eisenstein ja auch, dass wir ja im Grunde genommen, dass diese seltenen Erden, die da jetzt irgendwie ausgebeutet werden oder von Kindern, die Kinderarbeit und, dass ja das unsere ganzen Klamotten und alles ja aus dem auch besteht und dass wir im Grunde genommen ja da auch dadurch, dass wir da ganz weit weg sind und es jetzt nicht erfahren, aber es gibt einfach Kinder, die auf Müllhalden für uns arbeiten oder die ewig irgendwelche Sachen zusammennähen für uns. Oder Plastik sammeln oder so. Ich meine, da nehme ich mich so gar nicht aus. Also das oder uns. Das ist ja noch eine andere Ebene. Da hat das ARD oder ZDF mal eine tolle Doku gebracht, dass jeder westliche Mensch, glaube ich, sich an die 40 Sklaven hält, ohne dass er da einer zu Hause rumrennt und die... Genau, sowas. Aha. Ja. Das ist unglaublich. Oder wenn ich mir nur...
Also jetzt, wenn ich mir jetzt im Sommer, wenn ich eine Minute lang das Wasser laufen lasse, damit ich ein kaltes habe. Also da denke ich mir, jedes Mal denke ich mir, blöd. Manchmal mache ich es dann aber nicht, aber ich mache es. Also einfach nur sowas, wo ich auch sage, da bist du ja eigentlich schon fast mittendrin. Also jetzt natürlich auf einer anderen Ebene, aber du kommst dem ja auch gar nicht aus. Also unsere Generation, also so. Und das, ich finde das auch nicht schlimm, aber für mich ist es einfach wichtig, das wahrzunehmen und auch das tatsächlich dann auch zu fühlen. Oder also das ist für mich jetzt momentan gerade ein ganz wichtiger Aspekt. Na, du kannst das Wasser doch sammeln und dann gießt du damit die Blumen oder sowas. Genau, das mache ich. Das geht's gar nicht, sondern einfach, ich kann 1000 andere Beispiele noch bringen. Aber klar, kann ich auch. Zu meiner Ehrenrettung mache ich vielleicht 5 andere Sachen. Ich habe dann immer eine Tasche dabei beim Einkaufen. Also wie auch immer, das löst das Problem nicht. Aber ich werde es aber machen, weil ich sammle so ein Blumenkissen damit. Das wäre wirklich eine gute Idee. Da ist ja im Grunde, sieht man ja, dass alles, was man tut, eine Auswirkung auf andere hat. Und dass wir uns nicht verhalten können und es vermeiden können, eine Auswirkung zu haben. Wir können nur wahrscheinlich versuchen, einigermaßen Bewusstsein zu entwickeln, dass man so wenig wie möglich negative Auswirkungen. Die positiven sind ja vielleicht ganz nett, wenn man die hat. Ja, so zum Beispiel auf Kinder oder so, oder auf andere Menschen. Das möchte man ja gern. Aber die negativen halt nicht. Und wenn man sie nicht sieht, dass man sich zumindest hin und wieder mal gewahr wird, dass man eben 40, was sagtest du, 40 Sklaven hat. Mir würden 4 schon reichen. Ja, und ja, bei mir, ich hätte auch gern jemanden hier. Die wären ja add-on. Wenn du nur 4 hättest, dann hättest du alles da nicht rumzustehen, was du hast. Ja, das ist global gesehen, ja. Aber ich meine, mir fehlt dazu auch ein anderes Wort ein. Was heißt du? Du kannst, indem du, wie sagt man da? Indem du dich so arm machst, wie du irgendwie sein könntest, kannst du niemanden anders reich machen oder so. Ja, also man muss irgendwie den Weg finden. Wenn du auf alles verzichtest, naja, ist vielleicht gut, aber vielleicht eben auch nicht. Also diese Balance zu finden zwischen der Selbstbestrafung und der Selbstbeschränkung, die ja auch was Religiöses dann hat, ne? Also was Ideologisches und das richtige Maß zu finden, das zu tun, das ist auch eine Aufgabe. Selbstliebe? Ja, aber wenn die Selbstliebe, wie meine Mutter hat dann am Ende ihres den letzten 20 Jahre Selbstliebe darunter verstanden, dass sie sich schöne Kleider kauft, hin und wieder mal, ja. Aber ich meine, woher ist es was immer... Was wäre für dich Selbstliebe, ein Ausdruck von Selbstliebe? Gehört jetzt das gerade zum Thema? Dein neues Thema? Ja, das ist immer unser Weg, weil wir mehr anderen uns immer durch die Gegend. Ja, wir können da gern drauf sprechen. Für mich ein Ausdruck von Selbstliebe. Dass ich probiere es für nächstes Mal auf alle Fälle. Okay, gut. Ja, ist, glaube ich, besser. Bleiben wir bei dem Thema. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Genau. Ich denke mir, da würde ich schon noch gern was sagen, weil das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so gemeint in dem Sinne, dass wir jetzt dann verzichten sollen oder uns selbst kasteien. Aber das, was ich in dem Sinne zuvor auch gesagt habe, dass wenn ich jetzt dann einfach das jetzt mache und ich halte auch inne und mir ist es bewusst, dass es dann einfach so und so viele Leute gibt, die jetzt noch nicht mal Zugang zu Trinkwasser haben, dann verbinde ich mich irgendwie auch in diesem Sinne von Eisenstein einfach mit, also für, es, wisst ihr, was ich meine? Da verbinde ich mich einfach durch meine Bewusstheit und vielleicht auch durch, dass dann vielleicht auch so ein Gefühl auch irgendwo kommt, dass ich mir sage, Mensch, oh Gott, muss das scheiße sein, wenn ich noch nicht mal sauberes Wasser irgendwo kriege oder so. Also da kann ich dann auch durch sowas, kann ich auch diesem ganzen Gedanken auch näher kommen unter Umständen.
Ist das nicht auch eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit zur Dankbarkeit? Mhm, unbedingt. Ich denke daran, als ich hier die vor vielen, vielen Jahren Usbeken hatte und die ein Lamm geschlachtet haben. Da haben sie sich, bevor sie es geschlachtet haben, haben sie sich verbeugt 10-mal und haben dem Lamm gedankt, dass es zu unserer Ernährung dient. Oder in dem Fall, was wir vorhin gesagt haben, wenn die Kinder in irgendwelchen Minen ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen für uns, damit wir diese Handys haben können und die Computers, ja, und so. Vielleicht sollte man da auch Dankbarkeit dafür haben, obwohl wir es fürchterlich finden, dass es so ist, ja, aber wenigstens Dankbarkeit für die 40 Sklaven wäre doch schon mal ein Anfang, oder? Ja. Ich kämpfe gerade ein bisschen mit diesem Paradox, dass man ja durch die viele Informationen mit Fernsehen und Computer und so weiter, werden wir ja überschüttet mit Informationen. Und aus meinem Blickwinkel grenzt mich die eigentlich mehr ab, als wenn ich es nicht hätte. Weil wenn ich die Geschichte von einer Person, einem Sklavenkind, einem, der in eine Streubombe gerät oder so, erhalte, dann betrifft mich das ja, da ist eben der Schmerz genauso in mir, so wie der Eisenstein schreibt, als wie in einem anderen. Und sobald ich da 10 oder 20 oder 50 Informationen habe, bin ich völlig abgestumpft und das, was mich eigentlich verbindet, hat eine falsche Form, das macht die Grenze, also das stumpft mich total ab und macht eine Grenze, die das irgendwie, ich kann es jetzt nicht gerade so einordnen, aber es ist es ein Selbstschutz? Ja. Ja, Selbstschutz sicher auch, ja. Ja. Also wenn du jedes Leid auf der Welt wahrnimmst, dann bist du ja irre. Das ist, ja. Das halt ja die Hardware-Synapsen nicht aus. Ja. Aber das ist ja auch ein Mittel der Propaganda, dass man einen Einzelfall rausnimmt und damit die Emotionen anheizt und dann dieses und man muss jetzt dafür was machen und gleichzeitig völlig übersieht, dass das ja nur ein Fall von vielen, 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 vielen ist. Und es ist ja auch untersucht worden, dass es genauso ist, dass man eins für Einzelfälle Emotionen aufbringen kann, aber wenn es dann 10 werden oder 100, dann hat es überhaupt keinen, das hat man mit Spendenaufrufen bewiesen, ja, dass wenn du für eine ganze Gruppe Spenden haben willst, kommt nichts, aber für einen einzelnen Menschen, Einzelschicksal, jede Menge. Also scheint was Menschliches zu sein, dass wir uns mit vielen fürchterlichen Sachen nicht wirklich abgeben können, wahrscheinlich auch, nicht nur wollen. Also ich glaube schon auch, dass ein Ausdruck von Selbstliebe ist, dass du auf deine geistige Gesundheit achtest und auf dein Gefühl, sowie auf das der anderen oder vor allem auch deinem Umfeld einmal. Also darauf kommt es mal an. Ne? Das Umfeld berührst du ja direkt und alles andere ist ja eher mental. Ich denke, es kommt auch wirklich darauf an, wohin man die Aufmerksamkeit selber lenken möchte und ob man selber in einem guten Zustand, sage ich mal, bleiben kann. Also entweder indem man zum Beispiel dann ins Helfen, also weiß, was man tun kann, um das Leid zu mildern oder so. Aber wenn man nur in der Panik ist, wenn ich wieder aufs Morphofeld zurückgehe, dann füge ich dem Ganzen ja noch mehr Drama hinzu. Und das bringt ja auch nichts. Also wenn ich Angst habe, heißt das ja nicht, dass es jemand anderen besser geht deswegen. Sondern das Gesamtfeld verschlechtert sich. Also müsste man eigentlich in einem liebevollen Zustand oder in einem liebevollen Zustand diese Ereignisse irgendwie durchfluten. Also ich mache das manchmal mit mir selber, ja, wenn ich so was entdecke, was mich belastet, dann einfach sozusagen Liebe hinschicken oder Liebe reinatmen, irgendwie sowas.
und merke dann auch, wie das tatsächlich sich löst. Da kommt dazwischen vielleicht nochmal ein ganz heftiger Schmerz, aber dann löst sich es auf und ist auch wirklich weg. Es kommt dann nicht wieder. Das begeistert mich auch immer wieder, weil es eine nachhaltige Lösung ist. Danke, das ist ein schöner Gedanke. Ja, oder eine schöne Haltung. Ich sehe uns sehr nachdenklich. Wir haben noch vielleicht 10 Minuten oder so. Wenn wir noch was da weiter, ein Thema aus diesem Bereich heraus besprechen wollen. Ansonsten können wir anfangen mit einem Checkout, wo wir eben noch was dazu bringen können. Oder was hat das eröffnet, was wir jetzt gesprochen haben? Wie auch immer. Also mir fällt als Checkout jetzt gerade ein, ich habe gestern zwei Bücher gelesen von der Ulrike Gero. Kennt ihr auch jetzt? So. Und da hat sie, das waren 3 Essays zum Thema Europa, und im letzten hat sie dann ihre Vision von Europa so ein bisschen dargelegt. Und da hat sie so schön über Russland geschrieben. Und nämlich, dass sie sich einfach jetzt so vorstellen kann, dass ja praktisch Europa und Russland, dass die ja durch ganz, ganz vieles auch verbunden sind. Also die ganze Kultur, die Schriftstellerei, die Malerei, auch eine spirituelle Sache. Auch, dass früher die Leute hin und her geheiratet haben, Katharina die Große und so weiter. Und das hat mir so gut getan, das so zu hören, und das erinnert mich jetzt auch ein bisschen an das, was der Charles Eisenstein schreibt, auch dieses diese Verbundenheit und diese Gemeinsamkeiten suchen. Und sie hat dann auch so von dem russischen Volk auch gesprochen, was ja alles irgendwie so jetzt in unseren Köpfen ja auch da so rumgerührt wurde, dass das alles so negativ besetzt wurde, auch wenn man sich bemüht, das jetzt anders zu sehen. Und das hat mir richtig gut getan. Es waren richtig schöne Gedanken, so wohlwollend und so, ja, genau, so, also einfach so Interbeings-Gedanken. Ich gebe weiter. Mir fällt dazu noch ein, dass ich als Kind das wie verdreht wahrgenommen habe. Also ich dachte immer, ich bin an allem schuld, was um mich herum passiert. Also dieses Schuld- und Schamgefühl, dass ich da was verursacht habe oder zumindest nicht verhindert habe, was, wenn ich es jetzt von jetzt aus betrachte, gar nicht hätte verhindert werden können. Also jedenfalls nicht von mir als Kind oder auch gar nicht meine Aufgabe gewesen wäre. Und der erste Schritt für mich, oder immer wieder taucht es auf, erstmal dieses Schuldgefühl loslassen und wirklich in die Liebe kommen, weil mit der Schuld ist es wieder verhindert. Dann ist entweder das Problem bei den anderen oder eben bei mir. Und da geht glaube ich, nichts mit Interbeing. Das ist auch ein sehr trennendes Gefühl. Gib weiter. Also ich bin auch nachdenklich, weiß nicht wirklich eine Lösung, außer die Verbindung herzustellen zwischen dem, was auch gesagt worden ist, mit diesem die eigene Aufgabe kennen, sich selber kennen und sozusagen das, was das eigene ist, in die Welt geben.
Und das heißt, sich fokussieren auf das, was machbar ist und was zu einem selber passt. Also ich kann jetzt sagen, von mir zum Beispiel, ich weiß, dass ich politisch nicht sehr aktiv bin, dass ich nicht dafür ausgestattet bin, obwohl ich ein politisches Bewusstsein habe, eigentlich schon seit ich 18, 19 bin. Und trotzdem spüre ich eben, um nicht in eine Überforderung zu kommen oder in ein Schuldgefühl, wirklich in einen Fokus zu kommen und auch in eine Entscheidung. Was ist meine Aufgabe und wo kann ich tatsächlich einen positiven wenn es immer heißt, wo kann ich einen Unterschied machen? Also und kann beitragen. Ja. Das sind, glaube ich, die Kleinigkeiten. Also mir fällt ja gerade meine Rückfahrt ein aus der Schweiz. Und dann habe ja mein Origami-Papier meistens irgendwie dabei, um mich selber zu beschäftigen. Und dann war da Mutter und Kind und das nicht, was ihr die Mutter angeboten hat. Und dann habe ich ihr angeboten zu falten. Und dann war da noch ein Ehepaar und dann hat erst sie gefaltet, dann hat er und dann habe ich das Papier weitergegeben, habe gesagt, hier. Und dann war irgendwie so das halbe Abteil dann involviert. Das war dieser Fahrradbereich, wo man ja auch ein bisschen anders sitzt. Und das war total schön. Und dann fing sie an, dann habe ich was zu essen gekriegt und das. Und also auf einmal entstand dann da so eine Gemeinschaft und also es war total, also unglaublich, was dieses bisschen Papier auf einmal entfaltet hat. Also was da für Potenzial hinter ist, ja. Also obwohl es ja nur so ein bisschen quadratisches Papier ist, ja. Und dass die Getrenntheit und die Verbundenheit so dicht nebeneinander liegen, ja. Also weil wir sind da ja eingestiegen als Fremde und das war ja bloß eine kurze Zeit, also die man da im Zug sitzt. Das heißt kurz, es waren schon irgendwie noch 2 Stunden, aber ja. Und das fand ich, also was ich jetzt zugehört hatte, dachte ich so, ja. Also das ist manchmal gar nicht so schwer. Es ist ja nicht nur das gefaltete Papier, es ist ja dein Wissen und dein Können und dein, was du von dir weitergibst. Ne? Das ist ja genau das, was wir gesagt haben. Also das eigene Weitergeben. Vielleicht mein Checkout wäre also einmal festzustellen, was ist das eigene. Und das zweite ist, da bin ich bei der Analyse hängen geblieben, was ist das Liebe einatmen? Was für eine Liebe atmen wir da ein? Also das ist, ja, also welche Vorstellungen haben wir davon, dieser Liebe? Ja, das war schon mein Checkup. Danke. Bei mir ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich hänge immer noch bei den Streubomben. Und die Streubomben, die sind ja ganz gemein. Ich habe jetzt das zum Beispiel verglichen mit Kindern, die in der Sandkiste Sand schmeißen. Die schmeißen Sand, weil der halt lustig zum Schmeißen ist und dann tut er aber weh. Und die Streubomben, die echten, die sind ja so nachhaltig. Die wirken ja dann ewig später noch. Mhm. Und unsere Streubomben ja in unserer Gesellschaft sind sehr oft verbal oder so irgendwelche Tätigkeiten. Das war jetzt lustig, weil für mich ist die Monja hat ja da auf das Wort normal so einen netten Dings gehabt. Und das ist mir vorgekommen wie so ein Streubäumchen, so aus ein bunter Tischtennisball, der da uns zugeschmissen wird über dieses Wort normal. Und also die schrecklichen Streubomben zu streuen, glaube ich, ich würde es nicht schaffen, aber trotzdem, man müsste so eine innere Bedrohung fühlen von irgendeinem so massiven lebenswichtigen Ding oder lebenswichtigen Zustand oder irgendwas, dass man das innerlich schafft, das weiß ich nicht. Aber dann ist mir eben der Gedanke gekommen, was die Annalisa angeregt hat,
sozusagen Streubomben von liebevollen Dingen zu streuen. Ja. Liebevolle, bunte Tennisbälle, die dann nachhaltig irgendwo plötzlich aufpoppen und es kommt ein bisschen Liebe raus. Das wäre so ein schönes Bild. Ich finde das Thema alles in allem habe ich eben auch schwierig. Ich finde es schwierig, weil es eben dieses Grundsätzliche ist, dass es Leid und Elend in der Erde gibt, dass es auf der Erde gibt, dass es Leiden gibt, dass es Menschen gibt, die leiden. Und das ist, ja, ich selbst, man kann einfach nur eben auf sich selbst zurückgehen, was eben jetzt schon mehrmals gesagt worden ist, ne, die eigene Gesundheit achten, dann auf das eigene Umfeld und die Kreise immer größer werden lassen, ja, Streubomben von Liebe als Gegenmittel, finde ich auch schön, ein schöner Gedanke. Und wenn man, ja, wenn man daran glaubt, und vielleicht ist es wahrscheinlich, ist es ja auch so, dass wirklich alles, was man tut, eine Auswirkung auf alles irgendwo hat, dann braucht es einfach, und ich nur eine von 8 Millionen Menschen, von 8 Milliarden Menschen bin, dann brauche ich auch nur meinen eigenen Impuls zu setzen. Aber den, da ist es schon wichtig, dass ich da gucke, dass ich den setze, dass ich da einen setzen kann, einen eigenen. Ja. Soweit. Ja, dann komme ich noch zu guter Letzt. Ich denke, was wir machen, seitdem wir den Brunnen gegründet haben und das ja dann öffentlich stellen, wir ermöglichen ja auch Menschen, anderen Menschen, da, dadurch, dass wir miteinander so reden, in das Thema hineinzugehen und selber darüber nachzudenken oder sich einzubringen in irgendeiner Art und Weise. Es hat ja eben auch eine Auswirkung, was wir tun hier. Und das finde ich sehr schön. Das war auch für mich von Anfang an eigentlich der Sinn und Zweck, nach außen, das nach außen zu tragen, was wir hier im Inneren haben. Und es gibt ja Leute, die es ein bisschen angucken. Nicht Tausende und auch nicht Hunderte, aber doch immerhin einige, wie sagt man, Dutzende oder so. Und da freue ich mich drüber. Und ja. Ich würde auch hoffen, dass Leute sich dann angeregt fühlen, selber solche Gesprächskreise zu gründen. Und Themen haben wir ja doch in der Welt genug. Also. Und ich danke euch, dass ihr immer wieder dabei seid und das zu einem recht tiefen und auch bunten und anregenden Gespräch macht. Mir gefallen die kleinen Bällchen mit der Liebe. Also das sollten wir etwas vertiefen im täglichen Leben. Ne? Okay, danke euch und bis nächsten Monat. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.